Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich wieder Zeit hatte, ein Video zu machen, aber dieses Mal möchte ich über Steam, DTube, Crypto Circle auf dieser Plattform und nochmal etwas zu meinen ICO-Reviews im Allgemeinen loswerden. Steam kennst du sicherlich schon, wenn du etwas länger im Blockchain-Bereich unterwegs bist. Es ging ja im Frühsommer letzten Jahres an den Start, da bekam Steam dann sehr große Aufmerksamkeit, denn es will natürlich irgendwo die Welt der Social Media revolutionieren. Im Moment ist Steam allerdings noch eher als Blogging-Plattform zu sehen. Es gibt aber mit DTube eben schon eine YouTube-ähnliche Applikation, die über Steam läuft, die allerdings nicht vom Entwickler von Steam entwickelt wird. Steam, das ist auch von Dan Laminer und deswegen natürlich technisch sehr, sehr gut. Das ist der Mann, der BitShares gemacht hat, dann Steam gemacht hat und jetzt aktuell an EOS arbeitet. Was kann Steam als Blockchain? Auf der Steam-Blockchain sind Transaktionen umsonst. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Sie eignet sich dadurch eben für Micropayments und das wird in diesem Blogging- bzw. Video-Social-Media-Bereich hier ganz wichtig. Und mit seinen Upvotes hier ist es eben nicht so, dass man nur seine Meinung zum Ausdruck bringt, wie bei Facebook, Twitter oder ähnlichem hier auf YouTube, sondern man bezahlt damit quasi, ohne dass es selbst einen kostet. Man hat also eine gewisse Voting-Power. Aus Sicht des Users läuft es so, wenn ich zum Beispiel sehr früh ein Video like, dann bekommt erstmal der den Content erstellt hat, dafür etwas. Allerdings nicht aus meinem Konto, sondern es kommt aus der eingebauten Inflation der Steam-Blockchain. Und wenn dann das Video populär wird, sprich nach mir noch viele andere Leute es hochvoten, dann bekomme auch ich eine Belohnung, einen Reward in der Form eben von Kryptowährung dafür, dass ich so früh mich hinter guten Content gestellt habe. Das Ganze funktioniert dann jetzt im Falle von DTube und den Kommentaren dort auch so, wer Kommentare schreibt, beantwortet, die geliked werden, auch dafür bekommt man eine Belohnung in Kryptowährung. Das macht die ganze Plattform natürlich sehr, sehr attraktiv. Das gleiche gilt auch für den Blogging-Dienst von Steam. Wenn man einen Steam-Account hat, hat man auch einen DTube-Account, so heißt die Videoplattform. Und ja, das Ganze ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ich lade seit einigen Wochen schon alle Videos da hoch, nachdem ich im August mal ein paar Videos hochgeladen hatte. Und also wirklich ganz zu Anfang, und ich wollte eigentlich auch ganz zu Anfang ein Video über Steam machen. Steam war in meinem ersten Portfolio, das ich auf YouTube vorgestellt hatte, auch enthalten. Danach hat mich DTube aber sehr frustriert, da es noch nicht sehr gut funktioniert hat, die Uploads sehr oft abgebrochen sind, langsam waren, die Plattform also wirklich, wenn man so will, nur in einer sehr, sehr frühen Beta-Phase war. Mittlerweile ist das deutlich besser. Schau dir doch auch dieses Video auf DTube mal an, der Link ist unten. Melde dich bei Steam an, falls du es noch nicht kennst. Es ist sicher ein sehr, sehr tolles Projekt, denn momentan ist es wirklich einfach so, die ganzen Unternehmen wie eben YouTube, Facebook, Twitter und so weiter und so fort, Instagram, sind eigentlich nichts wert. Die Plattform ist sehr, sehr billig, sehr einfach zu programmieren, dafür braucht man mehrere Millionen, danach ist es nur noch der Unterhalt. Warum sind diese Unternehmen viele, viele Milliarden wert? Es ist so, der Wert kommt nur daher, dass Leute wie du und ich unseren Content umsonst zur Verfügung stellen und diese Firmen unseren Content monetarisieren. Steam macht das eben nicht so, beziehungsweise verfolgt einen sehr, sehr anderen Ansatz und ist natürlich viel näher am Content Creator dran. Das heißt, wer Content macht, wer guten Content macht, wird belohnt. Man wird nicht dafür belohnt, dass Werbung geschaltet wird, sondern dass Leute es wirklich mögen. Genauso werden Leute, die sich in der Community engagieren, Kommentare schreiben, Videos liken, eben auch belohnt. Der Link zu diesem Video hier, das sich auch auf DTube befindet und zu meinem Channel auf DTube, findest du unten in der Beschreibung. Wie gesagt, klick es doch mal an, es lohnt sich und schreib mir doch vielleicht hier oder eben auf DTube, wenn du da schon einen Account hast, in die Kommentare, ob ihr mal ein volles Review
von Steam wollt, dass wir auch mal gemeinsam das White Paper anschauen und das Ganze mal analysieren und ich vielleicht auch ein bisschen die Technik hinter DTube erkläre. Wie soll denn überhaupt ein YouTube auf der Blockchain funktionieren, was das Ganze ja ist? Es funktioniert ja offenkundig, aber was steckt eigentlich dahinter? Das würde den Umfang dieses Videos hier sprengen, denn ich will ja auch noch mal auf die ganze ICO-Sache eingehen. Da insbesondere in der Telegram-Gruppe in letzter Zeit doch sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde, gerade auch über den jetzt stattfindenden SafeTroid ICO, den ich auch bevor der Presale anfing in diesem vergangenen Video vorgestellt hatte. Und darauf möchte ich einfach mal eingehen, was ich da so aus dem Telegram-Chat, aus euren Unterhaltungen dort mitgenommen habe. Generell ist natürlich immer ein Problem bei den ICO-Reviews, dass manche Leute unter dem Eindruck stehen, man würde sich hier für ein Video bezahlen lassen oder eben sonst wie davon profitieren. Im Falle von SafeTroid gab es ja zum Beispiel einen Referral-Link. Das habt ihr immer bei meinen ICO-Reviews, wenn es einen solchen Link denn gibt. Wenn nicht, dann ist dort keiner. Einfach aus dem Grund, dass es natürlich ein Weg ist, wenn du in diesen ICO investieren willst, dann profitiere ich eben davon mit und dir entstehen keine weiteren Kosten. Das ist also im Prinzip eine Win-Win-Situation. Allerdings sind manche Leute im Ganzen noch skeptisch. Da wurde dann diskutiert, ob ich vielleicht dieses Review nur gemacht habe, weil es eben überhaupt die Möglichkeit gab, dass man einen solchen Link in die Beschreibung packen konnte. Dazu kann ich sagen, wenn es primär die Motivation wäre, mit Referral-Links Geld zu verdienen, dann hätte ich zum Beispiel wie andere Leute BitConnect promotet und auch jetzt gibt es viel, viel, vielversprechendere ICOs, sage ich mal, wenn man nur nach dem Kriterium geht, verdiene ich mit diesem Link Geld. Und ehrlich gesagt gibt es zu fast jedem ICO irgendwelche Werbeprogramme. Das heißt, es kann eigentlich kein Kriterium sein, selbst wenn ich nur ICOs nehmen wollte, die einen solchen Link bieten, hätte ich immer noch im Endeffekt eine unendlich große Auswahl, könnte immer noch 10 solcher Videos pro Tag machen, wenn ich die Zeit und Muße hätte. Und das möchte ich nochmal klarstellen für das Video, auch für das SafeTroid-Video. Ich lasse mich für diese Videos nicht direkt bezahlen. Und selbstverständlich ist es auch so, dass nicht jeder mit meinem Review übereinstimmen kann, denn wir alle bilden uns ja unsere eigene Meinung. Wir alle haben auch andere Kriterien, wie wir ICOs bewerten. In diesen Videos kann ich auch nicht auf jedes kleine Detail, sage ich mal, eingehen, was dann manchmal oft im Nachhinein noch angesprochen wird. Ich probiere ein Gesamtbild zu vermitteln und die für mich wichtigsten Kriterien, die ich auch wirklich an jeden ICO anlegen kann. Ihr wisst das, wie werden die Tokens verteilt? Mal ein Blick aufs Team, ist das technisch solide? Was für ein Token ist das überhaupt? Was für eine Value Proposition gibt es da? Und gibt es überhaupt ja einen realistischen Use Case? Ist das wirklich ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell? Viel mehr kann man nicht abdecken. Eure Kriterien im Konkreten müsst ihr dann natürlich anwenden. Diese ICO-Reviews von 10 bis 20 Minuten sollen natürlich nur einen groben Eindruck über das Projekt vermitteln, damit du dann selbst entscheiden kannst, du auch vor allen Dingen vorher nochmal selbst im Detail nachgucken kannst, erfüllt das auch deine persönlichen Kriterien und dann will ich da investieren. So ein Video dient einfach oder sollte einfach nicht als alleinige Grundlage dienen, in so etwas zu investieren. Das sage ich, denke ich, auch mal. Ich wollte es aber aufgrund der ja doch intensiven Diskussion, die es da gab, noch einmal hier wiederholen. Und um dann dieses Video vielleicht zum Ende zu bringen, ich habe aktuell, das kann ich schon mal ankündigen, wieder einen interessanten ICO im Auge, den ich gefunden habe. Werde mir den jetzt übers Wochenende anschauen, dann hoffentlich auch ein Video machen. Von daher freut mich, falls du auch für das nächste Video dann wieder dabei bist. Falls dir dieses Video gefallen hat, like es, abonniere den Channel, falls du es noch nicht getan hast und teile ihn mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.